und herzlich willkommen zu AsseTV und heute ein wichtiges Thema, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Soziales Engagement. Engagement. Ein sehr wichtiges Thema, gerade in den Zeiten wie heute, ne? Total. Also ich muss dazu sagen, du engagierst dich ja auch. Ich engagiere mich und ich sagte zum Beispiel, bei mir hat es ja angefangen, mein Engagement, dass ich ja immer diesen Typ, diesen Menschen unterstützt, der aus dem Libanon. Ne? Der, das ist ja sehr gut. Der Mahmoud mit seinem Kiosk. Ne? Ja. Erzähl mal. Und der hat hört euch das mal an. Da könnt ihr jetzt was lernen hier. Der Mahmoud hat alle Biersorte, die es gibt auf der Welt. Ich glaube 450, 80 Biersorte. Und ich habe gesagt, wenn den einer unterstützt, dann bin ich es. Ne? Weil ich bin fast jeden Tag da. Und auch an Kippe alles hole ich beim Mahmoud alles. Gut. Und der Mahmoud hat alles. Und das Ding mir, das muss man machen. Man muss auch Engagement zeigen. Und es gibt Tage, da habe ich gar keine Lust zum Trinken. Ich trinke trotzdem. Ja. Ich gehe hier und trinke einfach trotzdem. Aus Engagement raus. Ich rauche trotzdem. Ja. Ich esse dem seine Chips, alles. Ja. Dass er nachkaufen kann. Ja. Irgendeiner muss das unterstützen. Ja. Verstehst du? Was machst du so? Ich fress Döner zum Beispiel, weil ich die Türken mag und unterstützt dann. Ich fress Döner, obwohl ich eigentlich gar keinen Döner mag. Ich habe schon Pizza gegessen, da war noch kein Italiener hier im Land. Verstehst du? Einfach vorbei. Also das war soziales Engagement schon. Da war noch kein Italiener. Um die Italiener zu sagen, pass mal auf, ihr fresset euer Pizza, ihr könnt auch rüberkommen. Dann sind die gekommen. Da sind die rübergekommen. Sagen, ich weiß noch, das hat sich rumgesprochen. Die Italiener in der Nachricht gesagt, der Nobby und der Abby fressen Pizza, da können wir rüber. Und so das muss eine Message, die muss nach Hause gehen. Du musst irgendwie sagen, ich mache das, dann hat es auch Erfolge. Das ist richtig. Im Engagement, verstehst du? Ne? Das ist richtig. Und man kriegt ja auch heutzutage so schnell nicht soziales Engagement. Also wo kriegst du Engagement? Ja. Was zahle die noch? Groß? Ja, genau. 2.000-3.000 Euro für Engagement. Ja. Kannst du jetzt zum Arbeitsamt gehen, sagst, ich hätte gerne soziales Engagement irgendwo im Theater oder so. Ja. Und sagen sie, was wollen sie spielen? Shakespeare, Hamlet? Und sagst du, Hamlet. Pah, und da musst du es ja umsonst spielen, sonst wäre es ja kein soziales Engagement. Richtig, das geht ja weiter dann gerade. Ne? Naja, also ich finde auch wichtig, dass man das mal macht. Aber ich finde auch soziale Arrangements einfach gut. Dass man so Arrangements? Ja, dass man Leute zusammen arrangiert quasi so. Aha. Also einer, der kann das nicht und der kann das nicht, der hat das nicht, ich habe das, da bringe ich das. Und dann kommt der andere dazu, macht das und ich habe das. Und dann haben wir alle das auch was. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt im Kiosk anrufen, bei dem Libanese und sagen, bei Mahmoud, er soll ein Kasten Bier bringen, dann rufen wir beim Pizzaservice an, er soll Pizza bringen, dann rufen wir beim Türk an, er soll den Döner bringen. Da kommen die hier zusammen, da haben wir ja für ganz kurze Zeit... Aber hast du noch keinen Couscous gegessen? Da hast du noch keinen Couscous. Und der Marokkaner, der ist auch ein guter Couscous und den musst du auch bestellen erstmal. Ne? Ja, aber dann haben wir doch einen Kulturkreis geschaffen. Das ist doch soziales Engagement, wenn die sich im Treppenhaus begegnen, mehr internationale Qualität geht. Scheiße ist nur, wenn der Service, wenn der kommt mit dem Döner-Service, wenn der in dem Kulturkreis nicht rauskommt, da, weil die Einbahnstraße da ist. Ach so. Der muss, der kommt aus diesem Kreis, aus dem Kulturkreis nicht raus. Fährt der runter nach Dietzenbach? Fährt er falsch. Falsch, weg falsch. Und dein ist Engagement aus, ist im Arsch. Ist im Arsch quasi, ja. Und du kannst dich nicht beweisen. Ja. Kannst du aber der hat sich verfahren, der ist in Dietzenbach mit dem Döner gelandet und so. Ich wollte ihn aber unterstützen. Und das ist eine Form von falschem Engagement, weil das ist dann, weil es nach hinten losgeht. Aber das kann passieren, das muss man kalkulieren. Ja. Muss man einkalkulieren, das kann geht passieren. Leider nicht. Es gibt Rückschläge. Ja, absolut. Ne? Gibt Rückschläge, weißt du, wenn du schießt, gibt es einen Rückschlag, irgendwie auch bei einer normalen Pistole. So ist es. Rückschlag, du schießt und hinten gibt es einen Rückschlag. Ne? Also ihr wisst schon, jetzt habt ihr Begriffe, um was es geht. Ja. Engagiert euch. Engagiert euch, aber macht es richtig. Aber macht sozial. Macht sozial und macht es richtig. Normales Fernsehen braucht keine Sau. Ja. Mehr habe. Also TV. Richtig. Normales Fernsehen braucht keine Sau. Mehr habe. Also TV. Hallo und herzlich willkommen zu AsseTV. Und wir haben neben den ganzen Vorschlägen für Themen haben wir einen sehr empörten Brief von der Frau bekommen, die hat gesagt, sie hat gemeint, wir nehmen nichts richtig ernst. Wir nehmen nichts ernst nehmen.